Wo muss der wohl hin? Ich weiß es nicht. Ich tue es einfach mal absuchen. Obwohl. Oh, er muss. Oh Gott. Stopp! Halt, stopp, halt, stopp. Oh, jawoll. Und hier hoch. Nehme ich an, oder? Nope. Boah, da muss ich nochmal genauer gucken. 1, 2, 3, 4. 1. 1, 2, 3. Höhe. Ah ja, okay. Zack, zack. Ah, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's, Leute. Tada! War doch richtig. Oh wow, er pfeift sogar. Während wir noch dort sind. Yay, ein Kruxsamen, ein weiterer. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen mal doch zu diesem Ivarok. Sind wir hier richtig? Ja, da unten war der ja. Besiegen wir ihn doch mal. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Hallo, Ivarok. Ah, endlich. So, und wo ist dein Ding? Okay, hier. Ah, schneller. Wartet mal. Eieiei. Oh Gott, das fängt ja mal gut an. Dann fressen wir mal. Ah ja, so ein Luxuswild. Das bringt's. Ich will euch nämlich was zeigen, was man machen kann. Dann kann es mich so wegschleudern. Okay, jetzt da können wir nämlich da hoch und dann von hier. Ja, so, so kriegen wir ihn doch schnell down. Mit dem Königs-Zweihänder. Wow. Das macht uns ja Gott sei Dank fast kein Damage. Und zack. Weg, 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 Link. Das sollte uns eigentlich nicht erwischen, aber who cares, sag ich da. Können wir mal mit dem dreifachen Bombenbogen. Oh, sehr schön. Das hat's doch mal gut gebracht. Nochmal nach oben. Gleich haben wir dich schon. Oh nein, Ritter Zweihänder. Zerbricht gleich. Das ist nicht sehr gut. Okay, ah, sagt es doch. So, ich check nie, ob er jetzt gerade ausholt oder nach uns schießt irgendwie. So, gut, aber der Arm ist jetzt weg. Dann gehen wir nach oben. Oh, ich habe so gehofft, dass ich mich nicht treffe. Oh, das war nicht sehr gut. Okay, aber wir haben ja sowieso Mifas Gebet und das habt ihr auch noch nie gesehen. Das heißt, dass wir jetzt getroffen werden, dann tada! Ich beschütze dich. Yay, Mifa beschützt uns. Oh Gott. Okay, jetzt können wir dich bitte mal finishen. Dankeschön. Ey, ich sehe nichts. Ich sehe absolut nichts. Dann machen wir es halt weiter mit Bombenfallen. Ich hasse das, dass es nicht vorne ist, sondern hinten bei ihm. Boah. Das war ja eigentlich voll der Treffer, aber okay. Interessiert ihn nicht. Ich probier's mal mit der. Ei, upsi. Wir sollten mal besser aufpassen, wirklich. Nee, nee, nicht nach uns werfen hier. Dann können wir es auch mit Elektro fallen. Ja, komm ja jetzt, Ivarok. So lange sollte dieser Fight eigentlich nicht dauern. Okay, er ist One-Shot. Komm, komm, Link. Ja, endlich. By the way, ist das wieder ein neuer? Nein, ein leuchtender. Okay. Dann gönnen wir mal die Bernsteine, Opale, Leuchtsteine, nehme ich alles, sehr gerne. Okay, und dann schauen wir mal auf der Karte. Oh, ach komm, wir müssen wieder nach oben und es regnet. Sad life, Leute. Ja, egal, was machen wir jetzt natürlich?
Wir laufen hier nach oben. Sorry, dass ich gerade nicht sprinte. Nein, Link. Oh, Gott sei Dank. Du brauchst gar nicht versuchen zu klettern. So, hier irgendwo muss das sein. Und mal gucken. Bin sehr gespannt. Da dieser Krog hier gehört ja eigentlich, wie ihr sehen könnt, nicht mehr zu dieser Zone. Aber ich wollte ihn mir trotzdem jetzt schon holen. Damit wir ihn nicht vergessen, weil ihr schaut euch das an. Für was ist dieses Gebiet nicht im Zora-Gebiet? Ich check das nicht. Echt nicht. Wieso? Macht keinen Sinn. In meinen Augen. Deswegen machen wir jetzt doch den hier jetzt gleich. Ich hoffe mal, ich finde ihn auch relativ schnell. Ah, okay. Er safe da unten. Ja. Brüchige Wand. Okay. Ich frage mich jetzt schon, wie ich da hochkommen soll, aber naja. Zack, und hier ist ein Stein drunter. Jawohl. Ui, du hast mich entdeckt. Wow, bist du cool. Yay. Wir haben schon, by the way, jetzt über... Gott, haben die nicht erschreckt. Und nice, es regnet. Bedeutet, wir brauchen aber nur eh einen normalen Fall. Und dann schießen wir dich ab. Und dann sind die elektrisiert. Und komm her. Oh, unsere Waffe ist zerbrochen. Okay. Nur braune Bockblins. So. Aber wir haben noch einen Ritter, zwei Hände. Aber was nehmen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich mach mal so. Und dann nehmen wir das Zora Großschwert. Und pau. Ja. Oh. Gott, ey, der wollte mich gerade noch hitten. Hör auf. Alles ist gut. Töten wir erstmal dich. Und jetzt nur noch den Moblin. Der so, by the way, auch schon 150 Damage hat. Hör auf. Hör auf. Alles ist gut. Wo bist denn du jetzt? Wie ist denn der jetzt da hingeflogen? Alles klar. Gelbe Schleien und dann. Oh, müssen wir erstmal was essen? Wir wollen jetzt nicht down gehen. Junge, scheiß Elektro. Ich töte dich jetzt auch gleich mit Elektro, pass auf. Einfach so, ja, passt. Dann irgendein... Was nehmen wir? Ah, dann nehmen wir das da. Die Zeremonielanze und dann bist du tot. Mal, Moment mal. Nein! Oh, fuck. Das war ein neuer, aber den werden wir eh nicht zum letzten Mal gesehen haben. Dann eine Elektrolanze. Haben wir auch noch nie gehabt. Nehme ich natürlich mit. Die Spitze soll aus dem Donnerplateau geschmiedet werden sein. Schwinge sie, um gelbes Licht zu zeigen. Oder was auch immer. Knochenbockstock. Warum auch immer. Ein mit fossilen Knochen versteckter Bockbogen. So etwas kommt heraus, wenn sich Bockblinz wirklich viel Mühe gegeben. Besitzt eine ordentliche Schusskraft. Okay. Oh, der eine hat Elektropfeiler, sehr schön. Das ist echt ein nerviges Lager, weil hier regnet es ja die ganze Zeit. Und ja, den Krog haben wir. Ja, okay, dann können wir die Markierung auch wegmachen. Jetzt versuchen wir irgendwie wieder nach oben zu kommen. Ah, das wird nervig. Aber obwohl, ich kann doch den Regen abwarten, oder? Wir laufen gleich an der... Ja, wir können gleich hier... Ja, komm, why not? Dann fliegen wir lieber so. Das ist um einiges einfacher. Und vielleicht können wir hier noch ein paar Crocs sehen. Nein, bis jetzt nicht. Oh, Moment. Ja, doch, ich will erstmal hier entlang. Bevor wir zur Winter und so gehen. Winter mit A, by the way. Dabei, hier gehen wir dann nachher noch hin. Heute ich erstmal den Croc und dann gehe ich hier hin. Wo es einen Schrein geben soll. Bin schon sehr gespannt. Auf diesen Schrein. Das ist nämlich wieder ein Schrein mit Prinzessinnen-Initialen. Wow. Das ist ein Schrein mit einer Schreinaufgabe. Deswegen habe ich da auch zwei Zeichen hingemacht. Und was gibt's hier? Eine brüchige Wand. Okay. Und explodier. Und nächster Kroggy. Sehr schön. Ui, du hast mich entdeckt. Ja. Richtig entdeckt. Hier, nimm den. Tschüssi. Oder Leute, der ist jetzt so weit weg. Dann tun wir... Ich mache mir hier einfach so einen Totenkopf hin mal. Damit wir hier nochmal nicht waren. Und dann holen wir den nicht heute. Sondern irgendwann mal in den nächsten Part.
Aber jetzt will ich erstmal den hier haben. So, wo treibst du dich denn rum? Oh, erstmal die Leuchtsteine nehme ich gerne mit. Why not? Sag ich echt nicht nein, du. Okay, und dann... Bombe. Wow, eine... Leuchtstein ist schon mal runtergeflogen. Yay, die nicht. Sehr schön. Naja. War eigentlich zu erwarten, wenn wir mit Bomben machen, aber egal. So, dann wo ist der Krog hier? Bis jetzt kann ich ihn nicht sehen. Ist hier eine Höhle vielleicht oder irgendwas? Bitte, ich bin HA. Wieso übersehe ich diese Teile immer? Dann Magnet. Den habe ich überhaupt nicht gerade gesehen irgendwie. Ah ja, okay, das ist wieder mal mega einfach und geschenkt. Sehr schön. Und heute laufe ich mit dem Varuta-Helm rum, wenn ihr es sehen könnt. Tschüssi. Okay, und dann gehen wir jetzt hier. Ja. Dann gehen wir hier so lang, hier so das anschauen. Und dann vielleicht kommen wir noch hier hinter. Ich weiß es nicht. Wäre geil, wenn wir noch bis Winter kommen würden in dem Part. Haben wir euch schon fotografiert? Ja. Die fucking Elektro-Dinger haben wir schon fotografiert. Da vorne ist Kashiwa. Ja, sehr schön. Die Markierung mache ich jetzt auch mal weg. Die brauchen wir auch nicht mehr. Oh, da hört man wieder dieses Lied. Und ganz ehrlich, das Instrument, das er da spielt, das macht es mir jetzt mal schöner. Aber eigentlich mache ich das nicht so. Aber mit dieser Musik klingt es einfach voll schön. Ich meine, wer kann da widerstehen? Mal ganz ehrlich. Ah ja, wir können nach Truhen ausschalten. Aber ganz ehrlich, wer kann da echt widerstehen? Na sowas. Hab nicht gerechnet, mit dir hier zu treffen. Oh. Mittlerweile sollte ich nicht überrascht sein, dich hier zu begegnen. Ach. Auch in dieser Gegend gibt's ein Lied, das hier überliefert wird. In dem der Held die Prüfung überwindet hat. Und möchtest du hören? Ja, natürlich möchte ich es hören. Mit Vergnügen, leg mal los. Dann leg mal los, Kashiwa. Nimmer mit Wind. Könnte das hier sein, aber was soll vom König gewährten Schwinde heißen? Müsst hören, seit 100 Jahren konnt's nicht gelöst werden. Nimm den. Und dann mögt dein Weg mit Licht erfüllt sein. Link. Sehr mal, der Wildnis. Kashiwa, ich helfe dir. No problem. Okay, also wir sollen die nimmermüden Winde, das sind halt diese Luftströme, die man hier sehen kann, entfachen lassen. Und ja, das werden wir auch tun. Ups. Das geht mit Bombenpfeilen, aber ich mach's natürlich nicht mit Bombenpfeilen, sondern indem ich hier einfach Bomben drauf werfe. Oh, da ist noch eine brüchige Wand. Zu der gehen wir noch mal noch ganz, ganz schnell. Ganz schleunigst, aber. Da bewirkt sich hier eine Truhe. Sehr schön. Okay, mit einem Fischschild. Dieser Schild ist beim Fischen beliebt. Schildblock plus 7, geil. Aufgrund der geringen Gewichts ist er auf dem Boden nicht im Weg. Und das Fischmotiv soll auch einen guten fangen. Nein, ich brauche mir, glaube ich, noch wegen Dingern so. Ich nehme das gleich wieder mit, das Exalfa-Schild, weil diese Tierschilde, Fischschild ist eigentlich immer nicht so gut. Deswegen machen wir es so. Ja, Fischschild haben wir noch nicht. Digga, Link, ist dein Ernst? Es kommt auch noch ein Exalfos. Ja, juckt mich nicht. Wow, da sieht man nochmal das schöne... Geh sterben! Jawohl, der Final Hit ist immer so schön. Nydra! Ja, guten Tag! Schön, dich hier zu treffen. Dann tun wir ihm doch mal was klauen.
Moment, da brauche ich aber. Haben wir ihn doch? Ja, haben wir. Junge Link! Junge, warum schaffen wir das denn nicht? Das ist so erbärmlich. Nein, Hydra. Wait for me, please. Er ist einfach durch ihn gegangen. Betrug, schaut euch das an. Hat der Moin, Hydra. By the way, wir rüsten vielleicht mal wieder normale aus. Und einen anderen Bogen. Den Bogen. Dann wollte ich ja noch das. Och man, Nydra, come on. Wegschmeißen und wieder unser Schild holen. Ist das ein. Keine Ahnung, ich hab gedacht, das wäre so ein. So ein Octorok, you know. Unser Schild ist irgendwie weg. Ja, geil. Danke, Nydra, du hast uns nichts Gutes gebracht. Wow, jetzt war gerade wieder so ein bisschen verbuggt, aber okay. Die Berge, nun gut. Da geht er in die Luft wieder. Ins Portal, glaube ich. Ich weiß nicht, was das immer für ein Portal ist, aber... Oh, ein Schwertschnapper, sehr schön. Okay, ja dann... Ich hoffe mal, flieg... Oh nein, der Wind... Dann muss ich es von dort halt machen. Alter Maul. Als ob das jetzt nicht geklappt hat. Zu früh. Ja. Sehr schön. Okay, und jetzt können wir da reinfliegen. Wo uns auch noch, by the way, ein Croc erwarten wird. Der fliegt doch, Link. Hui. Oh, und hier gibt es ziemlich viele Krebse, wie es ausschaut. Ja, wow. Nicht weglaufen. Nehmt euch alle. Sehr gerne nehme ich euch sogar. Ah, oh, da hört man wieder Kashiba singen. Spielen, besser gesagt. Okay, und dann jetzt schnell hier hoch. Nydra kommt schon wieder? Nee, jetzt ist er bei der Spitze. Okay, ja, das ist auch die Spitze. Und da wird auch wieder... Warum hier so viele Steine liegen? Weil hier wieder mal ein Steinkreis auf uns wartet. Im Wasser. Ich hasse sie, ja. Aber müssen wir natürlich auch machen. Mal jetzt einfach mal von hier. Das war kein Fail. Nein, nein. Weiter nach vorne. Oh, perfekt. Er hat nicht einen Stein berührt. Habt ihr das gesehen? Maschinell auf jeden Fall. Ui, du hast mich entdeckt. Ja, hab ich. Okay, ja, dann tun wir jetzt noch die restlichen brüchigen Wände zerstören. Unter anderem ist hier eine. Die müssen wir leider... Die kann man leider nur mit einem Bombenfall zerstören. Das ist sehr traurig. Ja, jetzt sieht man wieder, wo der Wind überall hin... Ah, und da ist echt ein Wasser-Octorok, wie ich es mir gedacht habe. Okay, und dann... Wo gibt es denn hier noch brüchige Wände? Ich sehe nichts. Ja. Keine Ahnung, du. Aber dann nehme ich gleich die Erze hier mit. Das ist so geil. Der Wind... Oh Mann, Link, come on. Du musst einfach in dem Wind bleiben, weil ich glaube, jetzt können wir die Quest schon lösen. Das ist natürlich ein Belohnungsschrein. Spoiler-Alarm. Digga, dann mach ich es halt von oben, ist mir doch egal. Ja, beziehungsweise von hier oben können wir gleich noch gucken, ne? Oh, fast nicht geschafft. Ob es hier noch eine brüchige Wand vielleicht irgendwo gibt. Ich glaube nicht mal. Deswegen, ja, komm, Link. Du schaffst das. Ja, perfekt. Nee, der Wind ist noch nicht stark genug. Okay, dann muss es hier noch irgendwo eine Felswand geben. Keine Ahnung, wo ich sie übersehen habe. Aber müssen wir noch schaffen. Einfach mal hier entlang. Ja, schaut, hier ist der Wind auch viel stärker so.
denk mal da hinten irgendwo, denn da waren wir noch gar nicht. Gehen wir nochmal auf die Insel dort und dann dahinter. Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch irgendwas ist. Ja, Link, Schwimm-Tour-Outfit ziehe ich jetzt deshalb echt nicht an. So, ist hier noch was? Ein Wasser-Octorok. Moment mal, habe ich euch schon fotografiert? Oh, so unnötig. Ja, habe ich. Okay, dann kannst du sterben gehen. Och, komm. Ja. So, wo ist jetzt hier noch was? I don't know. I don't know. Wie seid der Wind? Ah, von der Seite musst du noch... Ja, von hier kommt noch gar kein Wind. Ist hier... Ah, sieh dir. Okay. Das war gerade ein sehr komischer Bug oder sowas. Komm, bitte, funktionier. Dann schwimme ich halt hin. Ist in Ordnung. Ist ja nur meine Zeit, die hier drauf geht. Ja, das blockiert hier noch. Und tada. Ja, jetzt geht nämlich der Wind da auch noch durch. Und dann sind alle drei Wege führen in eins. Alle Wege führen nach Rom natürlich, ne? Okay. Und dann können wir ja auf die... Ja, also noch... Noch krasser kann es ja eigentlich gar nicht gezeigt werden. Ich weiß nicht, wer da nicht drauf kommt. Jetzt ist nämlich der Wind so stark, es hat sich ja jetzt auch aktiviert, dass wir hier und dann genau über dem müssen wir landen. Das ist nämlich mit den... Willst du mich verarschen? Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Eigentlich kann man bis dorthin fliegen. Aber das Spiel hat sich so gedacht, I don't care. Ich mache jetzt, was ich will. Du landest da nicht. Oder vielleicht habe ich noch was vergessen, aber das ist ziemlich unwahrscheinlich so. Okay, dann... Link. So, da mal nur kurz dich hier ausruhen. Und dann da in diesen Strom halt rein. Ist mir auch egal. So, und es regnet schon wieder Wärmegewitter. Ich hasse es. Wärmegewitter sind immer einfach, egal in Real Life oder in Zelda, ist es einfach immer nervig. So, klappt es jetzt? Oder wir müssen vielleicht... Ich habe eine Idee. Wir müssen vielleicht von dort reinschwimmen. Reinspringen in den Strom. Damit es schön geradeaus durchgeht. Deswegen... Ich ziehe jetzt doch nochmal das Tora-Outfit an. Ja, sieht ihr, die Hose hatte ich sowieso schon an. Wow, wir sind ja viel schneller. Das ist ja krass. Ist mir ja jetzt gar nicht so in Erinnerung gewesen. Aber es ist ja ein mega Unterschied. Abnormal. So, und jetzt flieg. Wir sind wieder zu weit unten. Ja. Och, Mann, ey. Wir sehen uns mal gleich, denke ich mal, wenn ich das mal hinkriegen würde. Ich wollte euch noch was zeigen. Ich habe hier eine Schatztruhe gefunden, die man nicht rausziehen kann aus dem Sand, denn es ist sowas. Es ist ein Faker. Und den müssen wir erstmal fotografieren, weil das ist eine eigene Schatz-Octorok, genau. Ja, wenn wir ihn töten, dann kriegen wir leider nichts daraus. Ja, schaut, die Schatztruhe despawnt. Traurig. Aber wir kriegen so... Oh, wow, das habe ich gar nicht so in Erinnerung. Dass wir Rubine kriegen. Das ist sehr schön. Finde ich korrekt. Ah, okay. Man darf den Gleiter einfach nicht auslösen. Man muss landen. Das ist ja echt traurig. Ich habe es fast richtig schon vorher gemacht. Oh man. Naja, Hauptsache, wir haben den Schrein jetzt letztendlich geschafft. Also, geschafft haben wir ihn eigentlich noch nicht, weil wir haben ihn noch nicht mal betreten, aber die Schreinaufgabe auf jeden Fall. Und Kashiwa sollte jetzt auch zufrieden sein, oder? Ja, Zelma des Windes ist geschafft. Sehr schön. Dann betreten wir mal den Shiyota-Schrein. Okay. Ja, wie gesagt, ein Belohnungsschrein. War auch zu erwarten.
Mal schauen, was wir denn für eine Belohnung kriegen. Ein großes Feuerschwert. In den alten Zeiten hat ein Goronenschmied diese magische Waffe eines Feuers des Totenbergs gestrahlt. Schwinge es und klinge rotleuchtendes Feuer. Oh, wir haben sogar Platz. Wow. Okay, jetzt haben wir Elektro. Es fehlt nur noch Eis. Dann haben wir alles. Und dann haben wir alle Elemente. Beziehungsweise es gibt nicht mehr in diesem Dings, wie man sehen kann. Also State of Frost gäbe eine Bombenwaffe. Würde keinen Sinn machen. Genau. Wie viel das ist das eigentlich? Ah, erstes. Oh, okay. Nun gut. Hier draußen angekommen, würde ich jetzt gerne über die Talus-Hochebene zum Lothrum-Halbinsel. Ja, und dann zur Winterinsel. Markiere ich mir mal kurz. Zack. Okay, zuerst zur Lilanen. Mal schauen, was uns auf diesen Inseln erwarten wird. Ich bin schon hyped. Aber ich hoffe nicht so krasse Sachen, weil wir haben nicht so geile Sachen. Also in Form von Waffen haben wir nicht so geiles. Aber nun gut. Jetzt sollte ich sparen und ich ziehe mal wieder mein Standard-Outfit an. Und zwar die Zora-Hose und das Kletterauer-Dings. Ja. Sehr schön. Denn so kommt man ganz schön schnell voran und das ist sehr hilfreich. Oh wow, Moment. Achso, okay. Alles gut. Alles gut. Egal. Und dann gucken wir mal, was uns auf diesen Inseln hier erwarten wird. Ich hoffe, nicht mehr allzu viel. Vielleicht schaffen wir das nämlich noch in dem Part. Und wir sind schon wieder in Ingame. Ein Tag hier. Oh. Dann sollten wir mal wieder unser Album löschen. Löschen. Alles auswählen, außer da Neidra. Auswahl. Nein, löschen bitte. Ja, löschen. Okay. Ich wollte nämlich die... Oh, jetzt ist sie schon weg. Ich wollte die Spurtechse fotografieren. Aber nun gut. Dann ist sie jetzt schon weg. Ups. Ich wollte Karte, bitte. Karte. So. Ah, da ist ein Hinox. Komm, besiegen wir ihn mal. Heute mal ein bisschen kleine Gegner zerkloppen. Nehme ich nochmal ein Großschwert und dann schießen wir ihn gleich. Überraschen wir ihn mit Nicht-Bombenpfeilen, weil es regnet. Okay, wir sollten mal eine Bombe werfen. Mal schauen, geht das Holz dann weg? Nein, dann müssen wir vielleicht einen Feuerpfeil. Hello, can you let me please go away? Hey, Hinox, piss dich doch. Aha, verfehlt. Tja, dafür habe ich nicht verfehlt. Dann kriegst du jetzt da in den Sack rein. Wieso hast du jetzt kein Damage kassiert? Schnell weg, Link. Dann gleich den nächsten Shot. Ey, sei nicht schüchtern. Alles ist gut. Du brauchst nicht dein Auge verdecken. Schade. Hätten wir direkt getroffen, wäre ja alles gut. Warum war das knapp? Jawohl, ja, jetzt denke ich mal, ist er schon tot. Und er hat geiles Zeugs, das wir noch gar nicht kennen. Jawohl, damit ist der blaue Hinox. Schon Geschichte, das ging ja ganz schön schnell, muss ich sagen. Mal schauen, was du so droppst. Ja, Röstsachen brauche ich nicht. Röstforelle auch nicht. Röstkarpfen, schön. Ja, gönn mir deinen Fußnagel. Lecker. Oh, und zwei richtig geile Schwerter. Ein Königsschwert. Das ist mega gutes. Und ein Königsdings nehme ich mal. Königsbogen, ja. Okay. Passt zu dieser Königsaufgabe heute. Der König von Hyrule belohnte den besten Bogenschützen und seine Ritter mit diesem Bogen. Sehr prachtvoll. Okay, und dann. Schwert habe ich vorher schon gesehen. Haben wir keins frei.
Deswegen tun wir ein. Komm, wir haben drei Stück. Dann brauchen wir einen nicht. Dieses Schwert bekamen nur verdiente Veteranen vom König verliehen. Er verbindet eine hohe, ausschmeichelnde Form. Ich glaube, die Taube, ja. Ich wollte es nur testen. Blauspatz haben wir auch. Okay. Gehen wir weiter in diese Höhle. Oh, das sieht doch nach Krog aus. Ich habe zuerst gedacht, das wäre oben drauf, aber jetzt. Ah ja. Nicht so allzu schwer, dieser Krog. Einfach. Zack. Oh, der Xalbogen-Teppich. Bald. Ja, der ist was eh mit Abstand der schlechteste. Also alles gut. Dann. Upsi. Löschen wollte ich. Eine neue Wildschweinart, glaube ich. Ich bleibe mal lieber ganz rangezoomt. Ah, okay, ja. Ist es doch nicht. Na dann, ist ja alles gut. Okay, ja, dann müssen wir jetzt mal nach links gehen, weil der nächste Krog ist an der Küste. Ja, genau. Okay, ja, dann gucken wir. Ich mag dieses Feeling hier auch. Und gleich der Hinox noch dazu. Sehr schön. Sehr, sehr toll. So, was erwartet uns hier für einen Krog? Höhe, ich sehe gar nichts. Okay. Hä? Seriously, was ist hier? Gute Frage. Ernsthaft. Hat jemand eine Antwort für mich? Hier ist safe noch irgendwo so ein Stein oder so. So, wo sind wir denn? Da. Ja. Ich habe sogar echt gut markiert, aber wo ist denn der? Hier sollte er sein. Mifas Gebet Gott. Ist bereit. Wenn du es Junge, habe ich mich verschreckt, weil gerade war so alles so ruhig und so schön und dann. Mifas Gebet ist bereit. Ja, das freut mich, aber können wir wieder mehr Risiko und weniger aufpassen machen. Ich sehe halt echt überhaupt nichts. Ah, da vorne ist noch eine brüchige Wand. Das ist meine letzte Hoffnung. Da unten war ja nichts. Bitte sei nicht eine Kiste. Oh mein Erz, nur mit einem Bernstein. Willst du mich verarschen? Ja, Link. Alles ist gut. Du musst dich nicht so anstrengen. Oh, ja, gut, schaffen wir. So, dann schaue ich jetzt von hier, ob ich irgendwas erkennen kann. Nee, von hier oben sieht man gar nichts. Ach komm, ich habe so gehofft, dass diese brüchige Wand einfach das ist. Ah ja, ich weiß auch, was uns hier unten... Ja, eine blaue Leune. Die wollte ich jetzt eigentlich noch nicht anstreben, muss ich sagen. Muss ich zugeben, leider. Sondern ich gehe lieber weiter hier. Boah, Router sieht wieder so schön aus. Also, das Feeling gerade ist einfach richtig geil. Und da ist noch ein Gegnerlager. Das können wir doch ganz flott ausrotten, ne? Ganz flott, aber... Okay. Sorry dafür. Ah, sie haben sogar eine Kiste. Sehr, sehr toll. Mein Aim war wieder on point. Nein. Ey, das ist doch ohne Witz jetzt ein Betrug. Ja, komm. Ist jetzt so dumm, echt? Ich bin so dumm. Ist ja abnormal. Okay, einer down, das ist sehr schön. Ja, auf, Mann. Und warum ist unser Bogen auch kaputt? Das ist ja geil, dass wir nichts ausgerüstet haben. Kann ich da mehr. Du stirbst als erstes. Und dann hier. Okay, der eine ist gleich down. Aber ich weiß nicht, warum ich jetzt auf den gehe. Und jetzt sind gleich beide down. Zack. Nice.
kein schweres Gegnerlager. Echt nicht, muss ich zugeben. War nicht schlimm. Und ja, dann schauen wir mal, was sie uns da gelassen haben. Erstmal Bombe. Apfel, wow. Ich verstehe nicht, warum diese Kiste eigentlich überhaupt nicht zerbricht. Aber okay. Was ist das? Exalfos. Kann ich den irgendwie mitnehmen, oder? Ja, komm, ich lasse jetzt einfach den Korkfächer da. Danke für die Holzpfeile. Und dann schauen wir mal. Ja, dann nehmen wir den da. Perfekt. Okay, Mifas Dings ist überhaupt... Oh, fuck, warte mal. Wir haben schon... Okay, wir haben den Korkfächer abgeworfen. Ich würde sagen, Mifas Dings ist eigentlich gar nicht so krass. 5 Eispfeile lässt du mir da. Okay, ist in Ordnung. Ist nicht so geil, aber ist auch nicht so scheiße, muss ich sagen. Muss ich sagen, Mifas... kann ich mir jetzt bitte ausdrücken? Mifas... Waffe, endlich. Ah, das trifft sich gut, dass wir das hier gefunden haben. Erstmal 2 Maxilymen. Ich wollte was zeigen. Man muss nicht unbedingt... man muss nicht unbedingt jetzt mit Stasis und seine Waffen damit kaputt zu machen, sondern man kann... Da sind die Ballons nehmen. 4 Stück nehmen wir einfach mal. Dann haut man die da drauf und dann fliegt dieses Teil und ihr könnt ganz schnell das hier aufsammeln, den Korb euch holen und dann müsst ihr schnell wegrennen, weil sonst kommt es euch wieder auf den Kopf runter. Schaut. Geil, oder? Und dann kaboom. Okay, ja, den anderen Korb, den werde ich bis zum nächsten Part suchen. Jetzt müssen wir uns aber irgendwie an der Leune vorbeischleichen, weil gegen sie will ich jetzt nicht mehr kämpfen, weil wir die Zeit in diesem Part einfach nicht dazu haben. Genau. Blaue Leune werden wir auch noch sehen. Genügend. Echt, es kommt noch. Keine Sorge, das Spiel ist noch lang nicht vorbei. Wir haben jetzt noch nicht mal 25%, nehme ich mal an. Nach fast 40 Parts. Das ist schon irgendwie krass. Ist jetzt ernsthaft Blutmond? Ich habe es gerade irgendwie gehört. Ich bin mir nicht sicher. So, immer schön hier unten laufen, damit uns die Leune nicht bemerkt. Auch mal hier. Auf Winter können wir vielleicht noch. Ich wieder oben. Oh Gott, ey. Sorry für mein Handy. Ich will da halt schon hoch. Aber vielleicht, wenn wir uns anschleichen, merkt er uns nicht. Aber beziehungsweise, wir können ja uns so anschleichen. Komm, da habe ich doch irgendwann mal was gebraut, oder nicht? Anscheinend doch nicht. Ja, dann ziehen wir unser Schleichoutfit an. Zack, zack, zack. Okay. Sieht er uns hier? Er hat uns nicht gesehen, oder? Das wäre mies. Nein, nein. Ja, aber hier diese 2 Kisten, die sind mega geil. Schaut an. Au. 300 Rubine. Und was ist hier drin? Schlägt er nochmal. Schlägt er mit der Faust. Oh, das ist wieder so ein Geistigteil. Nochmal 300. Das sind wir gleich um 600 Rubine reicher. Und dann gehen wir jetzt noch auf die Insel Winter. Mal schauen. Denn das passt noch genau in den Part rein. Hier gibt es 2 Crocs, wie ihr gleich sehen könnt: ein Steinkreis und eine Crocblume. Als erstes mache ich die Blume. So, der Stein war ja da auch gerade schon. Ich denke mal, das ist auch nicht so. Also, es ist ein chilliger Abschluss noch nach diesem Hilfe. Hier ist ein Leune, der auf uns wartet und uns fast gesehen hätte. Ey, jetzt nicht da reinfliegen, Link. Ist schon da oben, gell? Ja, gut. Und das ist auch schon der letzte. Auf dem Felsen wäre eigentlich passt da die letzte. Weil dann würde er so auf dem Felsen stehen oder über dem Felsen schweben. Aber egal. Okay, dann holen wir uns jetzt noch die Schatztruhe. Oh, hier gibt's noch mehr in der Umgebung. So, was befindet sich hier? Nochmal 100. Boah, hier wird man reich. So. Okay. Und im nächsten Part werden wir hoffentlich den Turm von dem neuen Region entdecken. Aber ich weiß es noch nicht. Ich hoffe einfach, wie gesagt. Jawohl. Nun gut, aber...
Das soll es für den heutigen Part gewesen sein. Breath of the Wild. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part schon bald wieder. Bis dahin und ciao.